Doch, bin ich ehrlich gespannt drauf. Der gefährliche Sumpf. Sehr gefährlich. Kann ich nicht einfach wieder weggehen? Das Tor ist doch offen. Ich gehe wieder. Auch wenn der Wolf die Hilfe von Rotkäppchen nicht verdient hatte, ging sie trotzdem in den Sumpf, um die erste Zutat für den Heiltrank zu suchen. Ja. Ich glaube, hier waren irgendwo Samen der fleischfressenden Pflanze. Fleischfressende Pflanzen? Die wachsen nur an super besonderen Orten. Stimmt genau. Darum hatte Rotkäppchen auch keine Wahl und musste in den verbotenen Teil des Sumpfes, um eine zu finden. Wie sie guckt. Ich gehe wieder nach Hause. Mist, geht nicht. Jetzt unsichtbare Wand. Aber in diesem Teil waren wir noch nicht. Wenn man es mal so rumsieht. Von daher ist das. Oh, da haben wir sogar einen Schlüssel. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, wir waren allgemein noch nicht im Sumpf. So, kaputt. Und das da machen wir auch kaputt. Tralali, tralala. Das auch kaputt machen? Ach, du ahnst es nicht. Ja, wir können ja hier alles kaputt machen, was nicht mal drauf Bäume ist. Jetzt haben wir Nummer 2. Dank der Superstärke, weil wir es können. Ich will trotzdem wissen, was das letzte Level, letzte Märchen ist und ob danach vielleicht doch noch was kommt. Erste Karte. Wir sind fast durch. Hoffentlich finden wir alle Karten. Ja, wir werden sie alle finden. Einfach so, weil wir es können. Oder so in der Art. Ihr wisst, was ich meine. Glaube ich. Hui! Skip, hui, skip. Mann! Weit aber auch. So, und da bleiben wir jetzt. So. Schluss, ich habe gesprochen. Ich brauche mal 1300 für die letzten zwei Karten. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit und dann kommt ja noch ein Boss-Battle. Wenn du dich mal... Ich hab's doch gewarnt. Ich hab es doch predicted. Der auch. Aber erstmal sammeln wir hier alles ein. Weil wir haben ja auch noch einen Bosskampf und dies und das und bla und blub. Ein paar. Ja, Fahrt folgen. Okay, und jetzt bestimmt wieder eine Kampfarena. Nein, Telekinese. A Telekinese Razel. Ja, dann mach du mal deine Telekinese. Ich mache in der Zwischenzeit hier. Ups. Alles sammellos Einus.
Na gut, später können wir ja auch alles wiederholen, um da halt die restlichen Münzen und alles einzusammeln. Da hinten auch noch welche, die ich verpasst habe. So muss das laufen. Immer schön rote und goldene. Immer alles einsammeln. So, wir setzen unsere telekinetischen Fähigkeiten ein. Genau da. Jo. Da haben die aber auch nicht zu Ende gebaut. Naja. Uns soll es egal sein, wir laufen einfach hier weiter. Aber warum nur an diesen bestimmten Orten? Eigentlich müssten wir das doch an jeder Stelle machen können. Also so rein theoretisch natürlich. Nochmal Telekinese? Hä? Nee, hier ist Kampf. Okay, jetzt ist die Frage. Da lang oder da lang? Hier war gut. Weil hier ist der Schlüssel. Haben wir auch die zweite Karte? Nein. Na, ist egal. Ja, noch eine. Na, Drake, der will auch alle haben. Der ist jetzt im Sammelfieber. Der gute Dracula. Im Übrigen Dracula auch ein sehr gutes Lied von Rob Zombie. Auch das einzig Gute von ihm. Wenn man es mal logisch und fair betrachtet. Mehr kenne ich auch persönlich gar nicht von ihm, ist ja auch egal. Schlierstel. Ja, erstmal müssen wir hier Telekinese machen, aber ich will mich erst umsehen. Okay, scheint sonst nichts zu sein. Alles klar. Ich setz mal da ab. Zumindest haben wir einen Schlüssel. So, einmal bitte dahin. Oh. Er hat die ganzen Flammenwerfer hier aufgestellt. Verstehe ich nicht. Ich hätte auch einfach runterspringen können. Nein, wir gehen den ordentlichen Weg. Und warum? Ich habe keine Ahnung. Weil können. Sehr schön. Ah, okay. Auch nicht die schon wieder. Ah, dann kommt bestimmt ein Dicker am Ende. Hier bin ich. Kommt. Yeah.
Ich hab's doch geahnt. Hast es? Schön. Diesmal warten wir aber mit dem letzten. Und wage es dich einzubuddeln. So. Oh, in the Cartoonage. Und wir haben es geschafft. Einmal bitte Applaus. Nach langer, langer Wanderung erreichte Rotkäppchen das Herz des Sumpfes, wo es in jeder Ecke von gefährlichen Bestien nur so wimmelte. Oh nein, das sind viel zu viele. Aha, aber Rotkäppchen hatte immer noch ein Ass im Ärmel. Welches? Hau sie um, Rotkäppchen! Gott, ich vermöbel die einfach alle so. Ich brauche keine Fähigkeit dafür. Kommen wir denn da hin? Komm her! So. Ende. Ende. Aus. Reicht doch jetzt. Wollen die auch kaputt machen? Nein, können wir nicht. Dann frag ich. Na, sonst ist ja auch nichts. Okay. Gottes Willen. Geht ja immer besser hier. Ach, Frankies helfende Hand. So, haben wir die Hand. Und die Truhe. Also eine Karte können wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal aus dem Shop holen. Ich weiß nicht, was das da soll, aber naja. Ach, wie wieder mal hier. Wie ist der denn? Ach. Danke, dass du dich zum Vermöbel direkt vor mich hinstellst. Da haben wir auch Schlierfu. Aber wo ist der Schlierzel? Schlierzel? Wo diese Schlüssel? Aha! Aber Problem, wir haben keinen Schlüssel. Wir brauchen erst einen Schlüssel. Und ich glaube, ich habe ihn gerade gefunden. Das war jetzt aber knapp. Egal, dafür können wir uns aber jetzt die letzte
Dings holen. Letzte Karte für dieses Level. Klack. Ja, noch eine Karte. Meine Sammlung wächst. Wir haben alle Karten aus diesem Kapitel. Wir sind ein tolles Team. Hui, da wäre es jetzt. Das Ding ist einfach nur eine Pfeife. So, komm her. So. Oh, im Karton. So. Das stimmt nicht. Denkst du dir das alles aus? Ja. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass das so passiert. Aber die sind ja wieder da. Oder auch nicht. Bin ich da jetzt gelandet? Nein, so geht die Geschichte nicht. Lies nochmal. Ja, ich bin da irgendwo runtergefallen, wo ich nicht wusste, wo ich war. Tut mir sorry, klein Denisovic.